Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Baha, Shiva, Kim, was, Uta, sonst, Apare, andere, Suraha, Halbgötter, Tat, durch seine, Mayaya, durch die illusionierende Energie, Mohita, verwirrt, Buddhayaha, mit solcher Intelligenz, Tu, aber, Idam, dies, Vinirmitam, was erschaffen ist, Cha, auch, Atmasamam, Kraft der eigenen Fähigkeit, Vichakshmahe, beobachtet. Übersetzung. Da weder Shiva noch du noch ich die Grenzen des spirituellen Glücks feststellen konnten, wie können andere Halbgötter sie kennen? Und weil wir alle durch die täuschende Energie, äußere Energie des höchsten Herrn verwirrt sind, können wir nur diesen manifestierten Kosmos je nach unseren individuellen Fähigkeiten sehen. Erläuterung. Wir haben bereits mehrfach die Namen von 12 auserwählten Autoritäten Dvadasha Mahajana erwähnt, von denen Brahma, Narada und Shiva die Liste vor allen anderen anführen, die ebenfalls das Verdienst aufweisen, etwas über den höchsten Herrn zu wissen. Andere Halbgötter, Gottheiten, Gandharvas, Charanas, Vidyadharas, Menschen und Asuras können unmöglich über die Kräfte Sri Krishnas, des absoluten Herrn, vollkommenes Wissen besitzen. Die Halbgötter, Gottheiten, Gandharvas und andere sind hochintelligente Personen auf den oberen Planeten. Die Menschen sind die Bewohner der mittleren Planeten und die Asuras bevölkern die niederen Planeten. Sie alle haben ihre jeweiligen Vorstellungen und Betrachtungsweisen von der absoluten Wahrheit, ähnlich den Wissenschaftlern oder empirischen Philosophen in der menschlichen Gesellschaft. All diese Lebewesen sind Geschöpfe der materiellen Natur und folglich werden sie durch die wunderbare Entfaltung der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur verwirrt. Diese Verwirrung wird in der Bhagavad Gita 7.13 erwähnt. Tribir Gunamayai Bhavai Ebi Sarvam Idam Jagat. Jedes Lebewesen, angefangen mit Brahma bis hinunter zur Ameise, wird in individueller Weise durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit verwirrt. Jeder glaubt, je nach seiner individuellen Fähigkeit, das vor uns manifestierte Universum sei das Ein und Alles. Und so hat auch der Wissenschaftler in der menschlichen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts seine eigene Anschauung über den Beginn und das Ende des Universums. Aber was kann der Wissenschaftler schon wissen? Sogar Brahma selbst war einmal verwirrt, als er sich für den einzigen Brahma hielt, der in der Gunst des Herrn stand. Doch später wurde ihm durch die Gnade des Herrn klar, dass es unzählige mächtigere Brahmas und auch weitaus größere Universen jenseits unseres Universums gibt. Und all diese Universen zusammen bilden Ekapat Vibhuti oder ein Viertel der Manifestation der schöpferischen Energie des Herrn. Die anderen drei Viertel sind seiner Energie, werden in der spirituellen Welt entfaltet. Was kann also der winzige Wissenschaftler mit seinem winzigen Gehirn über Sri Krishna, die absolute Persönlichkeit Gottes, wissen? Der Herr sagt daher, Mohitam nabijanati mam ebya param avyayam. Verwirrt durch die Erscheinungsweisen der materiellen Natur, können sie nicht verstehen, dass es eine höchste Person jenseits dieser Manifestationen gibt, die der absolute Herrscher über alles ist. Bhagavad Gita 7.13. Brahma, Narada und Shiva kennen den Herrn zu einem beträchtlichen Ausmaß, daher sollte man den Unterweisungen dieser großen Persönlichkeiten folgen, statt mit einem winzigen Gehirn und spielerischen Entdeckungen wie der Atomkraft und ähnlichen Erzeugnissen der Wissenschaft zufrieden zu sein. So wie die Mutter die einzige Autorität ist, die den Vater eines Kindes identifizieren kann, so ist die Mutter Veden, die von den anerkannten Autoritäten wie Brahma, Narada und Shiva weitergegeben wird, die einzige Autorität, die uns Auskunft über die absolute Wahrheit geben kann.
Om Gyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangung Langayate Girim Yat Kripata Mahangvande Shri Gurundina Taranam Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swabhanantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hari Hari Hare Rama, 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 Hari, Hari. So, das Lebewesen, die Seele, so wie wir auch welche sind, ja, wandert seit unverdenklichen Zeiten durch das ganze Universum zu verschiedenen, an verschiedene Orte, verschiedene Umstände, verschiedene Körper belebt, menschliche, tierische, pflanzliche, Halbgötter, Dämonen, alle möglichen Rollen angenommen. Und wenn es vom Glück begünstigt ist, trifft es auf einen spirituellen Meister, der dieses verwirrte Lebewesen entwirren kann, spirituelles Wissen über die Wahrheit vermitteln kann, die sich hinter dieser materiellen Welt befindet. Einmal kam Brahma zu Krishna nach Dwaraka. Brahma höchstpersönlich wollte Krishna sehen. Der Torwächter fragte ihn, oh, was möchtest du? Sag ich, ja, ich möchte gerne Darshan haben von Krishna. Brahma. Der Torwächter geht zu Krishna und sagt, oh, lieber Krishna, Brahma ist gekommen und möchte dich sehen. Und dann sagt Krishna zu dem Torwächter, bitte frage ihn, welcher Brahma gekommen ist. Welcher Brahma? Und so wie wir jetzt auch denken, Moment mal, wieso, welcher Brahma? So, der Torwächter, der Bote geht zu Brahma und sagt, ja, du kannst Krishna sehen, Krishna ist bereit, aber er möchte gerne wissen, welcher Brahma bist du denn? Und Brahma sagt hier, wie, welcher Brahma? Na, der Brahma. Gibt nur einen Brahma, oder? Gibt es zwei Brahmas? Nein, es gibt nur einen Brahma. Und sagt, naja, und dann kommt Krishna und ruft alle Brahmas aus allen Universen. Und es heißt, unser Brahma ist Chaturmukha Brahma. Chaturmukha heißt vier, der hat vier Gesichter. Ja? Unser Brahma hat vier Köpfe, vier Gesichter. Interessante Persönlichkeit, aber es sieht schön aus, sieht nicht seltsam aus, heißt es sehr faszinierend. Und er ist sehr intelligent, er ist sehr mächtig. Unglaubliche Persönlichkeit. So, Krishna ruft, um unserem Brahma mal die Realität vor Augen zu führen, die Brahmas aus allen anderen Universen. Und das heißt, die hatten nicht nur vier Köpfe, die hatten 10 und 20 und 100 und 1000 und Millionen, Milliarden Köpfe teilweise. Wie das funktioniert, ist wahrscheinlich schwer vorstellbar, aber so wird es gesagt. Und als Brahma sieht, dass einer nach dem anderen, andere Brahmas auch kommen, wird immer kleiner. Oh, ich bin doch nicht so wichtig, wie ich dachte. Weil der Brahma dachte, ich bin sehr wichtig. Ich bin der Brahma. Stell dir mal vor, du bist der Brahma. Süß, wenn du denkst, du bist der Tempelpräsident. Ja? Wenn jetzt einer kommt und sagt, kann ich mal den Tempelpräsidenten sehen? Und dann sagt, ja, welchen Tempelpräsident? Unser Tempelpräsident hört das. Ne? Ja, welchen Tempelpräsident? Es gibt doch nur einen Tempelpräsidenten hier. Wie? Will mir jemand hier in Konkurrenz mit mir treten? Ja. Es kann nur einen geben. Für die älteren Semester, die können sich noch erinnern. Oh, da ist er schon. Ich rede ja nicht über dich. So, grundsätzlich. Ja. Ja, oder irgendein Boss oder ein Präsident oder was auch immer. Es kann nur einen geben. Und das ist das vedische Prinzip. Es kann nur einen geben. Ja, im vedischen Königreich, es gibt nur einen König. Gibt es nicht zwei Könige. Ja, das ist das Prinzip. Es gibt auch nur einen Gott. Gibt es nicht zwei, die sagen, okay, Moment mal, jetzt weg, jetzt bin ich dran. So, Brahma dachte, oh. Und dann kommen diese ganzen Brahmas und er wird immer kleiner, immer kleiner, immer demütiger. Und versteht, ach so ist das, ich bin vielleicht doch nicht so wichtig. Und das heißt, warum hat unser Brahma nur vier Köpfe und die anderen viel mehr? Weil unser Universum, in dem wir jetzt leben, ist das kleinste Universum von all diesen anderen Universen, heißt es. Die anderen sind viel größer. Selbe Struktur, selbe Art, wie es funktioniert, aber klein. Und so ist Brahma eigentlich auch sehr klein.
Und als diese ganzen Brahmas kommen, sagen sie alle zu Krishna: Oh, lieber Krishna, höchste Persönlichkeit, warum hast du mich gerufen, heißt es. Weil jeder Brahma dachte, er ist alleine mit Krishna. Krishna hat eine ganz interessante Kraft manifestiert. Dass diese Brahmas dachten, sie haben alle, jeder Einzelne für sich da schon mit Krishna, haben die anderen nicht gesehen. Und jeder dachte, dass Krishna bei ihm in seinem Universum ist. Auch interessant. Also nicht sie dachten, ich bin jetzt zu Krishna gekommen, sondern Krishna hat sich manifestiert, wie wenn sie denken würden, dass Krishna bei jedem Einzelnen ist. Und dann sagen sie: Oh, lieber Krishna, warum hast du uns gerufen? Ja, ist alles in Ordnung bei euch im Universum? Habt ihr keine Probleme mit den Dämonen? So, nein, ist alles in bester Ordnung. Na, dann alles in Ordnung, könnt ihr wieder gehen. Haben sich sehr gefreut. Die haben nicht gedacht: Nein, Moment mal, was war denn das jetzt? Man hat ja gar nichts zu tun gehabt. Nee, es war, wir waren sehr erfreut, Darshan von Krishna zu haben. So, Brahma hat diese Realität gesehen. So, diese Geschichte zitiert Prabhupada. Es gibt auch eine andere Geschichte. Da gab es mal einen großen Devotee in ISKCON, Tamal Krishna Goswami. Und er war bei Prabhupada und er war sehr wichtig. Tamal Krishna war ohne Zweifel sehr, sehr, sehr wichtig. Einer der vertrautesten Schüler von Prabhupada, der sehr viel Dienst für Srila Prabhupada gemacht hat. Und dann hat Prabhupada mal zu ihm gesagt, hat ihn gerufen in sein Zimmer in Los Angeles und sagt zu ihm: Tamal, na, das Universum, das ist so groß und ist nur eines von vielen Universen. Und in so einem Universum, wo wir denken, oh, das ist so groß, das ist im Vergleich zu den anderen nur so klein. Und in diesem kleinen, kleinen, kleinen Universum, da gibt es einen Planeten Erde, winzig klein, unbedeutend. Und auf diesem unbedeutenden Fleckchen Erde gibt es ein Land, das heißt Amerika. Und das ist so klein, das ist von überhaupt keinem Interesse. Und in diesem Land gibt es eine Stadt, Los Angeles. Das ist nicht mal, das kann man gar nicht mehr sehen. Und in dieser Stadt Los Angeles gibt es eine Straße, Watseka Avenue. Vollkommen unbedeutend. Und da gibt es einen kleinen Tempel. Und in diesem winzig kleinen Tempel, da sitzt der kleine Tamal und denkt, er ist sehr groß. Der Punkt ist klar, den Prabhupada gemacht hat. Ja, wir sollen nicht denken, wir sind irgendwie sehr groß und wichtig. Aber das ist halt der Unterschied zwischen objektiver Sichtweise und subjektiver Sichtweise. Prabhupada hat dir die objektive Sichtweise präsentiert. Was ist die Realität? Ich bin nur eine ganz kleine Person. Aber da drinnen, denken, wo wir als Seele in diesem Körper drinstecken, denken wir: Nein, ich bin sehr wichtig, ich bin sehr toll. Ich bin so groß und toll, ja, und ohne mich läuft ja gar nichts. Und ohne mich läuft überhaupt nichts. Ja. So, das soll man demütig werden, sagen wir. Ich bin wirklich sehr, sehr klein. Unbedeutend. Andere sind viel größer. Gaur Govindaswami hat mal gesagt, man soll alle anderen als fortgeschritten und wichtiger sehen als sich selbst. Das hat er gesagt, ne? Alle anderen sind mehr fortgeschritten. Alle anderen sind besser. Interessante Punkte. Weil wir sind's. Und wir sollen nicht nur so denken, ja, wir sollen nicht nur so denken, sondern wir sollen uns auch so fühlen. Und dann im Umgang mit den Devotees auch sehr demütig sein, sehr bescheiden, sehr zurückhaltend und nicht hier: Moment mal, ich habe jetzt was zu sagen. Weil wir denken, es ist alles so wichtig, was ich denke und was ich fühle und was ich sage. Das ist ja auch so wichtig. Ja, weil ich bin so wichtig und alles, was ich tue, ist so wichtig und alle gucken mir zu und denken: Boah, der macht das so wunderbar. Ja, natürlich. Ja. Alle Kameras auf mich. Ja. Ja, sehr gut. So, und warum ist das so? Wegen dieser Maya von Krishna. Und in diesem Vers geht es genau darum, ja, dass die Maya von Krishna, und Prabhupada zitiert einen Vers aus dem 7. Kapitel, Vers 13, Tribir guna maya pavai, ebi sarvam idam jagat, mohitang nabichanati maam ebya param avyayam. Verwirrt von diesen drei Erscheinungsweisen der Matrinatur von meiner Maya, ja, dadurch werden alle Lebewesen verwirrt. So, wir sind verwirrt. Wenn wir die Realität erkennen würden, wären wir demütig, automatisch. Krishna ist so groß, das ist Krishna, Narasingadev. Oh, Hare Krishna. Dann wären wir demütig und bescheiden.
So, das ist interessant, dass alle Wesen verwirrt sind in dieser Welt, auch die Halbgötter. Niemand kann Krishna verstehen. Krishna ist so mächtig, so groß. Und deshalb brauchen wir Wissen. Und deshalb müssen wir Wissenschaftler sein. Und Prabhupada sagt ja am Schluss, ein Kind kann nur verstehen, wer der Vater ist, wenn die Mutter sagt, das ist der Papa. Wenn sie es weiß. Da gibt es ja auch manchmal Mütter, die sagen, das so, der oder der. Einer von denen war es. Weiß nicht mehr. Schon lange her. Aber normalerweise weiß die Mutter, wer das Kind ist. Ja? Und das Kind muss der Mutter vertrauen. So in selber Weise ist der Vater Krishna und die Mutter sind die Veden. Das heißt, wir können die Wahrheit nur verstehen, wer ist Gott und was er so macht, durch die vedischen Schriften. Da finden wir die Antworten. So, aber ein wissenschaftlicher Prozess kann auch helfen. Ein gewisser deduktiver Pfad, induktiver Pfad. Weil wenn wir uns mit der materiellen Welt beschäftigen, und manche Wissenschaftler kommen zu der Schlussfolgerung, da muss jemand dahinter sein, dann ist das auch erstaunlich, weil dann sieht man Krishna praktisch direkt beim Arbeiten. Wie faszinierend dieses Universum funktioniert. Und wenn man versteht, da ist eine Person dahinter, automatisch wirst du erstaunt. Wie kann der das tun? Wie kann der nur so groß und mächtig und intelligent sein? So wie hier Prabhupada sagt, ein Materialist, der kann nicht verstehen, dass eine Person dahinter steht. Warum? Weil er denkt, ich bin eine Person, ich könnte das nicht. Ich könnte nicht hier Sonne und Erde und so weiter, wie auch immer die funktionieren. Das könnte ich nicht machen. Wie kann eine Person in jedem Atom drinnen sein? Wie kann eine Person alles wissen? Das können sie nicht nachvollziehen. Aber wenn wir mal diesen Sprung machen und wirklich projizieren, es ist eine Person, die das alles bewerkstelligt, die ganzen Prozesse im Universum, schon seit eh und je. Was für eine faszinierende Person muss das sein? Und diese Person stellt sich in der Bhagavad Gita vor. Sagt Krishna, hey, ich bin's. Krishna sagt, von mir kommen alle materiellen und spirituellen Welten. Alles geht von mir aus. Die Weisen, die das verstehen, verehren mich mit Liebe und Hingabe. Maya dekshena prakriti suyate sachara charam hetunane akauntya chagat viparivartate. Unter meiner Oberaufsicht funktioniert diese ganze materielle Welt. Und die bringt die lebenden und nicht, sich bewegenden und nicht bewegenden Lebewesen hervor. Krishna sagt, von mir geht das alles aus. Er hat das gemacht. Ja. Und viele andere Verse, in denen sich Krishna als der Ursprung aller Dinge, das absolute Wesen darstellt. Und dann am Ende, ich habe vor kurzem eine Klasse gehört und da ist mir das wieder aufgefallen. Jeder von euch kennt Bhagavad Gita. Ja, seid bewandert in der Bhagavad Gita. So. Krishna erklärt viele, viele Dinge. Erklärt sich zur höchsten Persönlichkeit, speziell ab dem 7. Kapitel, in dem er sich sagt, alles kommt von mir, ich bin in allem drinnen, von mir kommt der Geschmack im Wasser und so weiter, der Vers, den wir hören, der kommt davon. So Krishna sagt, hey, ich bin die höchste Persönlichkeit Gottes. Und das zieht sich so 7. Kapitel, 8., 9. im Besonderen. Und dann im 10. Kapitel sagt Arjuna, bitte erklär mir, wie du das machst und wie funktionieren deine Mächte. Und das 10. Kapitel ist recht lang, in dem Krishna sagt, ja, ich bin, unter den Menschen bin ich der Monarch, unter den Fischen bin ich der Hai, unter den Bergen bin ich der Sumeru, unter den unbeweglichen Dingen bin ich Himalaya und so weiter. Krishna sagt, guck mal, wie diese Welt mich repräsentiert. Schau dir mal die mächtigen Dinge dieser Welt an. Und am Ende des 10. Kapitels sagt, aber, was ist der Vers? Yadyat vibhuti matsatvam, shrimat urchitam evava, tatat evava gachatvang, mamate cho angsa sambhavan. Aber all diese mächtigen, großen, herrlichen und schönen Dinge entspringen nur einem Funken meiner Macht. Ja, da erklärt Krishna seine unglaublichen Mächte, wo du denkst, Wahnsinn, wie mächtig Krishna ist. Und dann sagt er, aber all das kommt nur von einem Funken von meiner Macht. Teja Angsa. Angsa heißt kleiner Teil von meiner Kraft. So, was ist der Nutzen, so viel über die Schöpfung nachzudenken, wenn ich doch vor dir stehe? Konzentriere dich nicht so viel auf die Kräfte und Mächte, sondern konzentriere dich auf mich. So, und dann im 11. Kapitel sagt Arjuna, das war wirklich spannend, toll, aber bitte, jetzt will ich es auch noch sehen. Das hast du es erklärt, aber jetzt will ich es sehen. Und Krishna ist barmherzig und zeigt ihm, sagt, okay, ich werde dir nun zeigen, wie ich die höchste Persönlichkeit Gottes bin, der Ursprung dieses Universums. Aber mit diesen Augen, Emilio, mit diesen Augen,
kannst du mich nicht sehen. Du musst die Augen geöffnet haben. So, diese Augen sind zu schwach und deshalb gebe ich dir göttliche Augen. Krishna sagt, ich gebe dir Divya Chakshu, ich gebe dir eine göttliche Sicht, eine spezielle Sicht, wodurch du mich schauen kannst. Und Krishna macht das, lässt ihn sehen und auf einmal sieht Arjuna in Krishna das ganze Universum, all die Götter, all die Energien, alles, woraus das Universum besteht. Er sieht alle Orte von seiner Sicht aus. Alles, was oben und hinterm und unterm und überall ist, sieht er alles in Krishna. Und er sieht Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Er sieht Raum und Zeit des Universums. Das ist eine mächtige Sicht, eine mystische Vision. Und am Ende dieser Vision ist Arjuna vollkommen, schockiert, richtig schockiert. Oh, das war zu viel, Gott zu sehen. Ja, den kosmischen Aspekt Gottes zu sehen. Weil das heißt die Virat Rupa, die universale Form. Und er sagt, oh, die ganze Zeit dachte ich, du bist mein Freund, weil Krishna hat mit ihm Gemeinschaft gehabt und ich habe dich Freund genannt. Ich hatte dich gesagt, oh Yadava. Und wir, als wir zusammen gelegen haben auf dem Bett, zusammen gegessen haben, wie Freunde Gemeinschaft hatten. Aber jetzt sehe ich, du bist nicht einfach mein Freund, du bist das mächtigste Wesen überhaupt. Bitte verzeih mir meine Vergehen. Und er wird vollkommen ergriffen von Aishwarya, von dieser Stimmung der Ehrfurcht. Und da kann er nicht umarmen, ja, oder so. Kann er nicht mit ihm scherzen, mit Krishna scherzen. Und dann fragt er, wer bist du? Ja, ich dachte, du bist einfach mein Freund und so weiter, wie ein König und so weiter. Aber wer bist du? Und dann sagt Krishna, Carlos, me. Time I am, die Zeit bin ich. Ich bin Zeit. Ich bin gekommen, um euch alle zu vernichten. Oh, außer euch Pandavas. Ich bin gekommen, um alles zu vernichten, weil das ist, was die Zeit tut. Die Zeit vernichtet alles letztendlich. Und dann bringt Arjuna viele Gebete da. Und dann am Ende sagt er, bitte zeige dich, jetzt wird es mir einfach zu viel. Bitte zeige dich mir wieder in deiner ursprünglichen Form. Zeige mich auch in deiner vierhändigen Form. Das möchte ich auch sehen. Und Krishna sagt, kein Problem, ich werde dir nun die Form zeigen, die ich wahrlich bin und die Form, die von allen Göttern begehrt wird. Und Krishna verwandelt sich von diesem mystischen Wesen in Vishnu mit vier Armen und dann in den Zweiarmigen. Saumya Rupa heißt Saumya Rupa, die schönste Form. Und dann wird Arjuna wieder an diese ganze Trip, Horror-Trip oder wie man es auch nennen mag, ja, kommt wieder zur Ruhe, alles wird wieder friedlich und Krishna, Arjuna sieht wieder seinen geliebten Freund Krishna vor sich stehen. Und manche meinen, das ist der Höhepunkt der Bhagavad Gita. Diese Situation, der Höhepunkt der Bhagavad Gita. Und das ist nicht richtig. Das ist nicht der Höhepunkt der Bhagavad Gita. Und wie ich in einem Lecture vor ein paar Tagen gehört habe, hat der Devote gesagt, weil wo, in welchem Geschichte, Film, Buch ist der Höhepunkt in der Mitte. Nee, der Höhepunkt ist am Ende. So, was ist der wahre Höhepunkt? Der wahre Höhepunkt ist im 18. Kapitel. Und im Vers 64. Nachdem Krishna dann nach der universalen Form noch so viele Unterweisungen gegeben hat, der Höhepunkt, der fades out, ne, der geht dann so flöten sozusagen, ja. Arjuna wird wie ihn unterwiesen und so weiter. Und dann im 18. Kapitel sagt Krishna auch viel, fasst die ganze Bhagavad Gita nochmal zusammen. Und im Vers 64 sagt er, und nun möchte ich dir das Höchste, er hat zwar schon oft gesagt, jetzt zeige ich das höchste Wissen, im 14. Kapitel auch und im 9. Kapitel, ja, nun das Höchste. Aber der letzte Punkt, wo er das letzte Mal sagt, nun gebe ich dir das höchste Wissen. Und warum? Weil du mein geliebter Freund bist. Weil du mein geliebter Freund bist, gebe ich dir das höchste Wissen. Und was ist das? Vers 65 und 66. Ja, vorher sagt Manmana Bhavamat Bhakto, Madhyaji Mang Namaskaru, Mame Vaishisi Satyang Te Pratichane Priyosime. Sarva Dharmam Parityacha, Mam Ekang Sharanang Vracha, Ahang Tvang Sarva Pape Pyo, Moksha Ishyami Ma Shuchaha.
Krishna sagt noch, das ist das, und danach sagt er auch nicht mehr viel, danach kommen noch ein paar Verse, aber keine Themen mehr. Und damit endet Bhagavad Gita, dann in dem Sanjaya dann nochmal sich erinnert an dieses Gespräch. Aber das ist der Höhepunkt. Und was ist es? Denke immer an mich, werde mein Geweihter, verehre mich und bringe mir deine Ehrbietungen dar. Auf diese Art und Weise wirst du zu mir kommen, weil du bist mein Priyaha, du bist mein geliebter Freund. Gib dich mir hin, gib alles andere auf. Ich werde dich befreien von allem Karma. Fürchte dich nicht. Das ist der Höhepunkt Bhagavad Gita. Weil im 11. Kapitel die universelle Form, das, was wäre da das Thema? Zu verstehen, Krishna ist Gott, ich muss ihn fürchten, ich muss ehrfurcht, er ist in allen Dingen. Ja, das ist wichtig, das soll man verstehen als transzendentaler Wissenschaftler. Aber wichtiger ist, dass er unser Freund ist, dass er uns liebt. Das ist wichtiger, Bhakti ist wichtiger als Jnana. Und das ist, was ganz am Ende der Bhagavad Gita kommt. Wo Krishna zweimal sagt, du bist mein geliebter Freund, Priyaha. Ich liebe dich. Das sagt er. Du bist mein geliebter Freund, ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, denke immer an mich. Ich bin dein wohlmeinender Freund. Ich bin das Beste, an was du denken kannst. So, Manmana heißt, denke immer an mich, sagt er. Ja? So, das ist dann der Punkt. Und er sagt, dadurch werde ich dich befreien von dieser Illusion, von der wir vorher gesprochen haben. Wir sind alle in Illusion. So, wenn wir frei sein möchten von dieser Illusion, sollen wir immer an Krishna denken und bei ihm Zuflucht suchen, ihm dienen. Ein Leben lang. Weil wenn wir das nicht tun, nicht konsequent tun, Maya kommt zurück. Ja, wir denken, oh, jetzt bin ich Devoti, alles ist gut, ich habe es geschafft. Ha? Mehr Prasadam, Nachschlag, alles gut, ich bin gerettet. Aber wenn wir nicht die Bemühung unternehmen, immer bei Krishna Zuflucht zu suchen, diesen Prozess wirklich anzunehmen und mit der Überzeugung entschlossen, das will ich ein Leben lang machen, Maya kommt zurück. Weil wenn das nicht der Fall wäre, wie kann es sein, dass so viele Devotis wieder in Maya fallen und unglaublichen Unsinn machen? Weil sie nicht richtig Zuflucht gesucht haben. Prabhupada sagt, wenn du Zuflucht suchst, wenn du dich an die Prinzipien hältst und im Besonderen in dieser Sangha lebst und wirklich jedes Programm nutzt, du bist immer beschützt. Das ist wie wenn du einen Regenschirm im schlimmsten Unwetter hast, wirst du nicht nass. Der Schutz des Sadhana. Ja? Aber wenn du diesen Regenschirm wegmachst, wirst du nass. Und man hört immer wieder Geschichten von großen und kleinen Devotis, Prabhus und Matajis, die wieder vollkommen in Maya fallen. Warum ist das? Maya kommt zurück. Gerade wir aus dem Westen, wir haben so viel Unrat in unserem Bewusstsein angesammelt. Warum? Weil wir so viel Unsinn, Abscheuliches, Sündhaftes, Schreckliches gemacht haben. Und wenn wir nicht konsequent arbeiten, dann manchmal kommt das wieder zum Vorschein. Und wenn wir nicht richtig chanten und so weiter, dann kann das sein, dass das Überhand gewinnt. Und wir kultivieren diese Gedanken und entwickeln wieder materielle Wünsche und fangen wieder an. Und es ist nicht so, manchmal dachte ich so, okay, wenn ich wieder in Maya gehen würde, dann würde ich es ganz anders machen. Nicht mehr so wie vorher, weil jetzt habe ich höheres Wissen. Ich wüsste, wie ich es mache und würde sehr erfolgreich sein. Ich habe die Prinzipien der Tugendhaftigkeit und ich würde ganz andere Musik hören. Ich würde nur mehr klassische Musik hören und ganz kultiviert. Und ich würde in die Oper gehen und ich würde mich mit Wissenschaft und so beschäftigen und ich würde an der Aktie, an der Börse vielleicht mit Aktien handeln und so weiter. Ich würde richtig packe alles machen. Aber die Tatsache ist, jeder von uns hat Karma. Wenn wir aufhören mit hingebungsvollem Dienst, dann setzt dein Karma wieder ein und du machst da weiter, wo du vorher aufgehört hast. Du wirst derselbe, der du vorher warst. Und Prabhupada erzählt immer diese Geschichte von dem Yogi und der Maus. Und die Maus kommt zum Yogi und sagt, oh mein lieber Yogi, du bist so mächtig, ich habe ein Problem, die Katze, bitte, 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 verwandle mich in eine Katze. Und der Yogi sagt, kein Problem, ich kann dir helfen. Und die Maus wird eine Katze, oh, toll. Nach einiger Zeit kommt die Katze zurück. Oh, mein lieber Yogi, ich habe ein Problem. Ja, was denn? Der Hund. Kein Problem. Okay, ich verwandle dich in den Hund. Und dann, oh, super, danke schön. Nach ein paar Tagen kommt der Hund, sagt, oh, hilf mir, was ist denn schon wieder? Ja, so ein Tiger. Okay, verwandle ihn in einen Tiger. Und dann Tiger steht vor dem Yogi und so. Und der Yogi sagt, was möchtest du denn? Ich werde dich jetzt auffressen. Und der Yogi macht, und ist wieder eine Maus. Ja, so eine
Parabel das oft erzählt, diese Geschichte. Ja? So, wenn wir stolz werden in unserem spirituellen Leben und denken, oh, ich bin jetzt ein großer Devoti und das heißt, ich kontrolliere die materielle Energie. Ich kontrolliere die Maya, vielleicht nicht die ganze Maya, aber zumindest meine Maya. Meine Maya kann mir nichts mehr anhaben und deshalb kann ich ein bisschen spielen mit Maya. Und ich kann auch wieder in Maya gehen, weil ich habe das höhere Wissen. Dann werden wir wieder eine Maus. Dann werden wir der selber jämmerliche Jammerlappen, der wir waren, bevor wir zum Krishna-Bewusstsein gekommen sind. Mit denselben Wünschen, mit denselben Anhaftungen, mit denselben Begierden und werden denselben Unsinn wieder machen. Dann sind wir degradiert. Privilegierten Position wegen Krishna. Krishna Shakti. Krishna ermächtigt uns, beschützt uns. Und deshalb gibt es immer wieder schockierende Geschichten. Auch von großen Devotees, GBC, Sannyasis, Gurus, die auf einmal in Maya fallen. Weil sie scheinbar nicht beim Prozess wirklich Zuflucht gesucht haben. Und auch andere Devotees, die auf einmal, ach, Krishna wussten, habe ich alles verstanden? Na, dann mache ich wieder Party. Dann gehe ich wieder auf eine Party. Ja, und auf einmal sehen sie da irgendeine andere Partygängerin. Ja, und da entwickelt sich was und dann kommen sie nach Hause und sagen der Frau, hey, du, ich habe keinen Bock mehr auf dich und wie, ich habe keinen Bock mehr, ja, ich habe den anderen und so weiter. Ja, und so weiter. Wie kann das sein? Total Nonsens. Hört man manchmal. So, deshalb sollen wir, und mit dem Punkt möchte ich enden, Prabhupada stand mal vor dem Bildgestalten und hat gebetet. Und dann die Devotee nachher geht zu Prabhupada und sagt, Prabhupada, was hast du denn gebetet? Soll man nicht tun, heißt es. Aber interessant, weil Prabhupada war demütig. Du sollst nicht den Guru fragen, na, was denkst du oder was denkst du gerade oder was hast du gebetet? Und Prabhupada war demütig und hat gesagt, ich habe gebetet zu Krishna, dass er mich bitte nicht fallen lässt. Dass ich nicht in Maya fall. Ja. Und der Devotee war schockiert, dachte, aber Prabhupada, du bist doch Prabhupada, du kannst doch nicht fallen. Und er hat gesagt, genau deshalb nicht. Ja. Denn wenn wir immer Zuflucht suchen bei Krishna und wirklich bitten, Krishna, bitte beschütze mich vor dieser schrecklichen Maya. Wenn wir wirklich, Prabhupada hat auch mal gesagt, der einzige Fehler, die einzige Kritik, die ich an meinen Schülern übe, ist, dass sie keine Angst vor Maya haben. Ja, sie keine Angst vor Maya haben. Also wir sollen Respekt haben vor Maya und deshalb wirklich strikt sein. Und ja, strikt sein mit allem, was Prabhupada uns gegeben hat. Dann sind wir immer beschützt, werden wir ein Leben lang Devotis und werden Krishna bewusst und werden am Ende des Lebens Krishna von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Und dann wir sagen, oh, dich gibt's wirklich. Du bist wirklich gekommen. Ja, unser Glaube wird in Erfüllung gehen. Ja? So, Srila Prabhupada Ki, Nitai Gaura Brahmanandi. Welche Fragen, Kommentare? Okay, ich hoffe, der Punkt ist klar. Wir müssen Zuflucht suchen, damit wir nicht in Maya fallen. In unserer Chapa, in unserem Sadhana und fleißig sein und uns nicht drücken vor Dienst, weil das ist, was uns wirklich weit bringt. Srila Prabhupada Ki, Nitai Gaura Brahmanandi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.